Toll, wo kommt dieses Loch jetzt her? Hallo Euro? Er kommt wieder. So, hier ist irgendwo am Rand eine Wand, die brüchig ist. Und die muss ich jetzt finden. Und das ist richtig scheiße. Da ist sie. Das Problem ist, da vorne ist auch noch einer. Der sich direkt umdreht. Der dreht sich direkt um. Geh da rein. Geh da rein. Geh da rein. Das ist nicht dein Ernstspiel. Du bist so behindert. Der kann mit 5 bis 10 Leichen da drin sein, aber nicht mit dem, brennenden Fass. Oder Tontopf. Aber mit 20 Leichen kann er da drin rumkuscheln. Liebe Ubisoft, ich liebe dich. Der kriegt's nicht mal hin, dahin zu werfen. Das ist unfassbar. Wie konnte der Assassine werden? Sie sind auch weich und brennen nicht. So beschreibe ich meine Freundin auch immer. Was? Weich und brennt nicht? Bitte was? Was? Warum hat der jetzt... Warum hat der das jetzt nicht mitgenommen? Ach, Spiel. Das ist ein bisschen hakelig hier, wenn ich das einsammeln will. Bedient euch bei den Getränken. Halt die! Danke. Das war nichts. Alles beim Alten hier. Wegen der Aufhebanimation, denke ich mal. Ja. Richtig doof. Igos Freundin ist mit Ruffy verwandt. Sie hat Gummiarme. Was? Okay. Warum pfeifst du? Ich drücke immer den falschen Knopf. So. Erstmal das hier gesammelt. Meine Fresse, das ist eine Geburt hier. Keine schöne Geburt, sage ich euch. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir endlich diesen doofen Schatz. Dahinter, was ist da? Okay. Schön, dich zu sehen.
Aber jetzt können wir den Spiegel versuchen zu klauen. Der ist aber hinter dieser Tür. Wie komme ich hinter diese Tür? Nee, oder? Der kommt nicht jetzt hier rein. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich bin ein Schatten. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Alles eine Illusion. Eine Illusion. So, der Spiegel ist irgendwie irgendwo da. Ich lass die erstmal. Sollen sie suchen? Mich nicht finden. Und dann hole ich mir dann den Spiegel und verpiesel mich hier. Ich meine, sie dürfen mich entdecken, aber ich darf sie nicht töten. Wie schön, dich zu sehen. Das ist das Letzte, was ein Assassine hören will, wenn er auf einer Mission ist. Ja. Wie schön, dich zu sehen. Bedient euch bei den Getränken. Ich bestehe darauf. Ist noch weiter unten. Oh Gott. Seht zu, dass die Gäste zu trinken haben. Das ist alles so verwirrend hier, ne? Ich komme mit diesen ganzen Wege finden überhaupt nicht klar. Das ist alles so wie Labyrinthe. Richtig ätzend. Das ist ja gar nichts für meine Orientierung. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hi. Warum habt ihr euch jetzt hier eingeschlossen? So mal nebenbei gefragt. Hallo, Pock. Wie schön, dich zu sehen. Seht zu, dass die Gäste zu trinken haben. Jetzt bin ich hier. Ich mache jede beschissene Tür auf, aber die, die ich brauche. Weißt du? Die, die ich brauche, da komme ich nicht rein. Damit kommt keiner rein, den man nicht da haben will. Ja, true. Bedient euch bei den Getränken, ich bestehe darauf. Das ist von beiden Seiten verriegelt. Das ist doch scheiße. Was will das Spiel von mir? Die
habe ich hier 3 Millionen Türen aufgemacht. Jetzt habe ich es endlich. Mega verwirrend. Das ist wie das Gefängnis. Das war auch so verwirrend einfach. So, hier gibt es irgendeinen Wissenskrams. Bevor moderne Rohrleitungen das Baden im Privathaushalt weiterhin möglich machten, war das Hammamat, öffentliche Badeanstalt, einer der grundlegendsten Institutionen einer jeden Großstadt des Abbasidenreichs. Diese Bäder spielten eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Hygiene und der öffentlichen Gesundheit und waren einer der wichtigsten Treffpunkte der städtischen Gesellschaft. Zur Zeit der Abbasiden waren öffentliche Bäder bereits eine alte Tradition in der Region. Die Perser und Römer hatten in ihren jeweiligen Imperien zahlreiche Bäder gebaut und die Kalifen ließen sich davon inspirieren. Die Umayyaden, Vorgänger und Rivalen der Abbasiden, sind berühmt für ihre Bäder, welche ein wichtiger Teil ihrer Palastkomplexe waren. Das Bad im Palast des Hisham nahe Jericho war beispielsweise ein monumentales Gebäude, das mit ausladenden Fresken, Mosaiken und Stuckarbeiten im griechisch-römischen Stil geschmückt waren. Aber keine Stadt war so berühmt für die Menge, Qualität und den Luxus ihrer Bäder wie Bagdad. Ein Autor des 11. Jahrhunderts, Hilal al-Sabi, behauptet sogar, dass es 60.000 von ihnen in der Stadt gab. Die Badenden besuchten Dampfräume und Becken, in denen das Wasser verschiedene Temperaturen hatten, um den Blutfluss anzuregen und den Körper durch Schweiß von Unreinheiten zu befreien. Der Hammam war eine nach Geschlechtern getrennte Einrichtung, in der es für Männer und Frauen verschiedene Badehäuser oder Zeiten gab. Es war jedoch einer der wenigen Orte, wo Menschen unterschiedlicher Gesellschaftsbereiche und religiöser Überzeugungen zusammenkamen, um zu entspannen und sich zu unterhalten. Auch Gedichtswettbewerbe und geschäftliche, politische und diplomatische Gespräche waren in diesen dampfgefüllten Einrichtungen an der Tagesordnung. Mein wichtigster Treffpunkt ist der Discord oder dieser Chat hier. Perfekt. Ich hätte jetzt auch nichts anderes von dir erwartet. So, jetzt haben wir die Tür auch endlich offen. Stiehl den Spiegel. Was für ein Spiegel meinen die jetzt hier aber? Beachtet mich nicht. Ja, beachtet mich nicht. Ich bade nicht gern nackt. Hahaha. Spiegel, Spiegel an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Spiegel? Spiegel? Ah, da ist ein Spiegel. Eine feine Arbeit. Doch ich habe keine Zeit, sie lange zu bewundern. Jetzt können wir endlich von ihr abhauen, ne? Hm?
Wie badest du denn? Frag meine Freundin. Ich bad eigentlich überhaupt nicht. Ich dusche nur. Gute Ausführung. Ja, aber sehr gut. Gut, ich frag anders. Wie duschst du denn? Mit Wasser? Kannst du dir das vorstellen? Ich benutze ja Salzsäure. Ja, das passt zu dir. Da ist nichts süß, nee. Alles klar, okay. Mist, da ging mich allergisch. Ich dusche nur unter lauwarmer Milch mit Honig. Also ich bade mit Blut. Meine Opfer, deswegen sehe ich noch so jung aus. Oh Gott. Wo ist denn jetzt der Typ, wo ich hin will? Da, ach, da ist er ja. Ich suche den die ganze Zeit. Kann ich auch irgendwo hinreisen? Reise, da. Das Spiel hat gerade gehangen, irgendwie ganz komisch. Ist okay. Jetzt geht's. Und klar nutze ich Duschzeug, sonst wäre ich ja nicht sauber. Und rieche nicht toll. Also man wird dann schwieriger sauber. Gibt es irgendwas noch zum Sammeln? Man wird immer sauber, man muss nur lange genug drunter stehen. Zum Beispiel ein Hochdruckreiniger. Irgendwann bleiben nur noch die Knochen übrig. Oh Gott. Autsch. Übertreib's halt wieder. Man bekommt nie alles, was man sich wünscht, doch... Auf der Tafel wirst du vielleicht trotzdem nach deiner Freundin sehen. Nihal, ja. Ich bin bald zurück, Meisterin. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Dein Können wird mir sicher helfen. Sieh dich um. Giftspitze, schwere Klinge, leichte Klinge.
Das gefällt mir. Die Körperzersetzung. War's das? Ja, erstmal. Danke, dass... Bis bald. Nihal, ja. Ah, Mist, ich habe leider keinen Fertigkeitspunkt, sonst könnte ich nämlich ein neues Hilfsmittel... Bin bald zurück, Meisterin. Upgraden, das wäre cool. Na gut. Dann sammeln wir erstmal Punkte. Die Gebrüder Banu Musa. Als Söhne eines Astronomen und Straßenräubers aus dem östlichen Iran wuchsen die Banu Musa genannten Brüder am Hof des Kalifen auf. Sie waren geschickte politische Akteure, großzügige Förderer der Wissenschaften und sehr produktive Erfinder. Als solche sind sie das perfekte Beispiel für die einzigartige Konzentration bedeutender Gelehrter im Bagdad des 9. Jahrhunderts. Der Vater der drei Brüder Musa ibn Shakir war mit dem damaligen Prinzen Al-Mamun Regentschaft 813 bis 833 befreundet, als er noch Statthalter von Khorasan war, im heutigen Ost-Iran und Usbekistan. Durch diese Verbindung kamen die Söhne von Musa, Muhammad, Ahmad und Al-Hassan nach dem Tod ihres Vaters in den Genuss herausragender Bildung. Sie studierten zusammen mit den Astronomen und Mathematikern im Haus der Weisheit und erwarben zahlreiche wissenschaftliche, technische und linguistische Fähigkeiten. Sie halfen Al-Schwarizmi bei der Beherrschung des erdumfangs finanzierten Reisen in die Byzantinisches Reich, um dort Manuskripte zu kaufen, und veröffentlichten fast 20 Bücher zu verschiedenen Themen. Das wichtigste davon war wohl das Buch der Erfindung, Kitab al-Hilal, das detaillierte und illustrierte Beschreibungen von hunderten Automaten enthielt. Beispielsweise von Springbrunnen und Musikinstrumenten, die mithilfe von Druck und Wasserkraft faszinierende Effekte erzeugten. Dieser Krug ist ein Trickgefäß, in dem Wein von Wasser getrennt wird. Durch ihre persönliche Verbindung zu den Kalifen konnten sie sich wichtige und gut bezahlte Posten sichern, unter anderem als Architekten und Stadtplaner für den Kanalbau. Nach den Toten von Al-Mutawakkil, Regentschaft 847 bis 861, und seines Sohnes Al-Muntasir, Regentschaft 861 bis 862, das ist natürlich nicht sehr lang, nahm Muhammad sogar an den komplizierten Verhandlungen zur Auswahl der Ernennung des jeweils nächsten Kalifen teil. Interessant. Ich ging durch die Schule des Lebens, badete in den Tränen der Verzweiflung, schmeckte die Niederlage der Feinde und nun koste ich vom Sieg der Freude. Welch wahrhafter Genuss! Ich greife nach den Trauben des Lebens. So, dann gehen wir mal zu ihm hin. Mhm,
Ich muss gestehen, vor allen Bereichen auf der Erde ist das Emirat und der Nahe Osten bis zu den Grenzen Indien am uninteressantesten für mich. Nicht meines Assassin's Creed. Ja, das ist ja halt auch Geschmackssache, ne? Ich meine, ich finde jetzt zum Beispiel so asiatische Sachen auch viel interessanter. Wobei ich da ziemlich offen bin. Ich finde das jetzt hier auch sehr interessant. Ich fand schon immer auch Ägypten ziemlich cool. Und da hat mir nämlich Assassin's Creed Origins sehr, sehr gefallen mit den ganzen Geschichtsinformationen auch. Ich wusste schon sehr viel, weil ich mich dafür schon seit der Grundschule interessiert habe. Aber ich kann es zum Teil verstehen. Es gibt halt auch so Sachen, die mich jetzt auch eher weniger interessieren. Und gut, dass du da schön runterspringst, ist ja richtig klasse. Ja, hol mal Hilfe, ist ja schön. Basim ist aber auch so ein richtiger... Nee, ich bin nicht hier. Das ist das Schnabeltier. Das ist der Ort. Ja, das ist der Ort. Von was? Ich fände auch sehr cool, wenn wir mal so komplett ins Chinesische spielen oder so. Das fände ich auch richtig cool. Ich meine, auf Japan warte ich auch, ne? Ich glaube, China ist sogar confirmed. Ja, das ist aber ein Handy-Game. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Du meinst dieses Jade, ne? Bin ich kein Fan von. Und das macht mich sehr traurig. Die Orte in Valhalla waren sehr interessant. Ich fand die mega gut. Nordische Mythologie und Geschichte ist eines der Sachen, die mich sehr interessieren. Bezahlt, um rumzustehen und den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. So, wo ist denn der jetzt? So. Sei gegrüßt. Da ist er, der junge Löwe. Miau. Dein Rüstzeug ist ein wenig abgenutzt. Ja. Ich weiß. Plunder verkaufen. Ich verkaufe mal Plunder, dann habe ich ein bisschen mehr Geld. Du weißt wirklich, wie man die benutzt? Ja. Denke ich. Der war. Pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, du benimmst dich anständig da draußen, ja? Okay.
Okay, ich dachte, ich soll dich nicht unterkriegen. Die Sachen bringen. Pass auf dich auf, Basim. Oder soll ich das hier irgendwo ablegen? Ich bin verwirrt. Ich muss ja alles sammeln. Das finde ich halt doof, dass ich das nicht trotzdem schon dahin bringen kann. Das verwirrt mich halt voll. Was ist das hier? Kartenmacher. Kaufe Karten, um die Fundorte von Ausrüstungstruhen, Rätseln und verlorenen Büchern zu sehen. Klingt auch nicht schlecht. Was ist das hier? Geschichte aus Bagdad. Hallo, Bomber. Oha, Fremdgehkatze. Guten Morgen, Mittag, Abend. Ja, irgendwas davon. So, wir reisen jetzt zu unserer alten Heimat zurück, denke ich mal. Metallfertigung. Drugs. Okay. Alles gut, ich wollte nur hier durch. Kein Stress. Dieses Geräusch. Ja. Ich sitze gerade. Es geht nicht noch gerade. Yalla!